Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Test von Battlefield 2042. Ich hatte das Spiel damals vorbestellt und darf es da ja seit dem 12. November spielen. Ja, dann legen wir direkt mal los. Wir haben drei Modi zur Auswahl. Es ist der Warfare-Modus, das ist das alte Battlefield, so wie man es kennt. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Es gibt den Hazard Zone-Modus, das geht Richtung Battle Royale. Ich habe gehört, das soll ähnlich sein wie Escape from Tarkov. Ist überhaupt nicht meins. Da können euch andere YouTuber mehr zu sagen, da werde ich heute nicht drauf eingehen. Und es gibt den Portal-Modus. Ein Modus, in den ich sehr große Hoffnung setze. Da werden wir am Ende des Videos nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Warfare-Modus an. So, hier im Hauptmenü. Das erste, was man sieht, ist der Charakter, den man zuletzt gespielt hat. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, gibt es in Battlefield keine Klassen mehr, sondern Spezialisten. Das sind diese hier. Ein sehr kontroverser Wechsel, sag ich mal, vom alten zu diesem neuen System. Viele sind damit nicht einverstanden. Ich auch nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ich finde, das passt nicht zu Battlefield. Das gehört nicht in ein Battlefield rein. Es ist. Also. Ja, ich werde da gleich im Match, wenn wir gleich im Match sind, werde ich noch mal ein paar Worte zu sagen. Jeder Spezialist hat halt bestimmte Fähigkeiten. Boris zum Beispiel kann einen Geschützturm aufstellen, der Gegner automatisch anvisiert und beschießt. Der Witz an der Sache ist, wenn dieser Turm Gegner anvisiert, kann ich die Gegner durch Wände sehen. Das ist eine sehr fragwürdige Entscheidung, mit der ich absolut nicht einverstanden bin. Das ist genauso wie mit der, boah, ich nenne sie jetzt mal Pike, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sie hat ja auch die Möglichkeit, durch Wände zu sehen, also sie hat ein Wallhack. Haben sich schon viele zu Recht darüber aufgeregt, sowas gehört vielleicht in einen Call of Duty oder sowas gehört in ein Apex Legend oder ich weiß es nicht, aber es gehört nicht in ein Battlefield-Spiel. Da hat DICE keinen Gefallen mitgetan. Ich glaube auch, dass da noch Änderungen kommen werden. Wir werden sehen, wie diese aussehen werden. Das wird noch ein paar Wochen dauern jetzt. Aber so kann es eigentlich nicht bleiben. Ja, man kann hier, wie man es aus anderen Battlefield-Teilen zum Teil schon kennt, man kann hier sein Loadout vordefinieren. Jede Klasse kann jetzt halt jede Waffe ausrüsten. Jetzt habe ich schon wieder Klasse gesagt. Nein, es sind Spezialisten. Jeder Spezialist kann jede Waffe ausrüsten und jedes Gadget ausrüsten. Das heißt, es kann im Grunde jeder als, es kann sowieso jeder wiederbeleben und jetzt kann auch jeder mit einem Medipack rumlaufen und andere Verbündete heilen. Das ist möglich. Gefällt mir gar nicht. Ich finde auch, dass das fürs Teamplay nicht gut ist. Aber dazu gleich mehr. Ja, das sind aktuell die Waffen, die es gibt. Ich habe noch nicht alle freigeschaltet. Haben sich auch einige darüber aufgeregt, dass es so wenige Waffen aktuell gibt. Ich persönlich finde das jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Ja, es werden sicherlich auch noch Waffen dazukommen in Zukunft. Ja, das ist jetzt aber nichts, worüber ich mich stundenlang aufregen könnte. Das sind die Gadgets, die man aktuell hat. Die kennt man aus vorherigen Teilen. Nichts Besonderes dabei. Das sind die aktuell zur Verfügung stehenden Fahrzeuge. Ich habe hier die Möglichkeit, Skins auszurüsten oder auch meine Waffenkonfiguration zu ändern. Kannte man auch schon aus vorherigen Teilen. Hier unter Player Card habe ich einige Sachen zum Freischalten, ist ganz nett, nichts Besonderes. Kleiner Tipp: Ich wollte dieses hier freischalten. Das scheint im Moment verbuggt zu sein, weil die Selfies mit dem MedPen nicht zu zählen scheinen. Ich hoffe, das wird demnächst gefixt. Also es wird wohl noch ein Day-One-Patch kommen in 5 Tagen. Ich hoffe, dass der einige Bugs fixt. Ich werde auf andere Bugs, die mir schon untergekommen sind, gleich noch näher eingehen. Aber was ich noch ganz gerne zeigen wollte, man kann Skins freischalten für die einzelnen Spezialisten. Man kann anhand der Uniform nicht mehr erkennen, zu welcher Fraktion man gehört. Dafür gibt es halt diese Skins. Jeder kann jeden Skin ausrüsten. Gefällt mir auch nicht. Ich finde, dass es
Sets geben sollte pro Fraktion und dass man innerhalb der Fraktion dann die Skins freischalten können müsste. Würde mir weitaus besser gefallen, aber gut. Ich muss hier zum Beispiel, um diesen Skin freizuschalten, 60.000 Damage machen mit meiner Sentry Gun, die Boris aufstellen kann. Das wird noch relativ lange dauern, glaube ich. Manche Skins sind aber auch recht einfach zu kriegen, so wie Night Operations, den habe ich nach einem Match direkt freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, was ich dafür gemacht habe, dass der freigeschaltet wurde. Ich glaube einfach nur zwei Gegner töten, mehr war das nicht. Na gut. Ja, übrigens, was ich noch sagen wollte, die Skins sind auch größtenteils echt langweilig. Also die blauen Skins, da ändert sich nur ein bisschen die Farbe. Und die epischen Skins, ja, die sehen etwas anders aus, sind aber häufig auch ziemlich hässlich. Jetzt bei Boris geht es sogar. Ich habe übrigens für Kasper einen legendären Skin, den habe ich bekommen, weil ich die Ultimate Edition bestellt habe. Sieht nicht besonders gut aus, ehrlich gesagt. Ich werde natürlich trotzdem ausrüsten, um zu zeigen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Aber im Grunde ist es Quatsch. Also die Ultimate Edition lohnt sich nicht. Da könnt ihr auch ruhig die Gold Edition kaufen. Da habt ihr nicht weniger von. Gut. Dann haben wir zwei Modi zur Auswahl. Es ist Conquest, so wie man es kennt aus Battlefield. Das ist der klassische Battlefield-Modus. Und es gibt Breakthrough. Das ist wie, ich sag mal, in Battlefield 1 Operations. So ähnlich. Ja, obwohl nicht ganz Operations. Also, das ist diesmal nur eine Map. Ich komme nicht drauf. Ich glaube, das gab es in Battlefield 1 auch unter einem anderen Namen. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Gefällt mir jedenfalls nicht, ehrlich gesagt, weil mit 128 Spielern ist das das totale Chaos. Und das mag sich ganz witzig anhören, aber im Grunde ist es ziemlich frustrierend. Also, man stirbt am laufenden Band, sobald man den Kopf rausstreckt. Weil sich tatsächlich 128 Spieler auf einem relativ kleinen Bereich tummeln. Uff, also das. Da würden auch 64 Spieler reichen, glaube ich. Na gut, wir werden jetzt ein bisschen Conquest spielen. Die Grafik, muss ich sagen, ist ganz nett. Also was heißt ganz nett? Sie ist wirklich gut. Das kann DICE einfach. Also Grafik und Sound. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Wobei der Grafikstil mir persönlich ein bisschen zu steril ist. Jetzt auf dieser Map, die nun kommt, da geht es halbwegs, weil das ist größtenteils Matsch und Schlamm und Schrott. Aber es gibt andere Maps, da habe ich das Gefühl, die sind von Apple-Designern entworfen worden. Das fühlt sich nicht nach Schlachtfeld an. Überhaupt das ganze Setting gefällt mir nicht. Also ich bin ja der Ansicht, entweder man geht in die Zukunft, dann aber richtig Zukunft, oder man bleibt in der Moderne. Das ist jetzt ein Mischmasch. Das ist immer so, wenn Entwickler sagen, unser Spiel spielt in der nahen Zukunft. Ich finde das immer so totlangweilig. Damit holt man mich überhaupt nicht ab. Gerne auch ein historisches Setting bin ich immer für zu haben. Aber das ist ja seit Battlefield 5 wahrscheinlich für DICE kein Thema mehr. Es gab ja einen Riesenaufschrei, weil Frauen dort eingeführt wurden. Es gab zu Recht einen Aufschrei, ich habe mich auch aufgeregt, weil das ist einfach der Immersion nicht zuträglich. Und jetzt in diesem Setting, da hat DICE natürlich kein Problem mehr. Jetzt spiele ich mit Kaspar, das wollte ich eigentlich gar nicht. In diesem Setting wollte ich noch sagen, können natürlich auch Frauen mitspielen, ohne dass sich jemand aufregt. Das ist für DICE natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Nichtsdestotrotz, Immersion, so wie ich sie. Ich weiß nicht, warum der Fallschirm da nicht ausgelöst hat. Immersion, so wie ich sie gerne habe in Battlefield 1. Das ist übrigens das Spiel, was ich immer gerne als Beispiel nehme. Battlefield 1 hatte eine hervorragende Immersion. Also es war nicht realistisch, man hatte aber das Gefühl, Teil einer großen Schlacht zu sein. Dieses Gefühl stellt sich hier bei mir bislang nicht ein. Es ist alles so steril, so. Dann kämpft man ständig gegen Klone, weil logisch bei 8 Spezialisten, die man zur Auswahl hat und 128 Spielern, sieht man ständig Leute doppelt und dreifach. Das ist nicht gut. Also es kommt keine Schlachtfeldatmosphäre auf. Da kann die Grafik und der Sound noch so gut sein, wenn der Rest des Spiels nicht stimmt. Und überhaupt,
dadurch, dass 128 Spieler jetzt unterwegs sind, hat DICE die Maps vergrößert, meiner Meinung nach aber zu groß gestaltet. Man läuft die ganze Zeit nur durch die Gegend hin und her. Das kenne ich aus anderen Spielen wie Hell Let Loose oder Squad. Da hat es mir aber auch nichts ausgemacht, weil die Spiele sind halt eher auf Realismus ausgelegt. Es passt aber nicht zu einem Battlefield. Ich möchte in einem Battlefield nicht die Hälfte der Zeit damit verbringen, durch die Gegend zu laufen. Ich kann jetzt mal... Ne, kann ich nicht. Ich würde ganz gerne den Spezialisten wechseln, damit ich euch den Boris zeigen kann. Hm, hier scheint... Ist hier ein Feind? Nein. Ich wollte euch ganz gerne das Geschütz zeigen, welches Boris aufstellen kann. Da man dadurch ja durch Wände gucken kann sogar. Ich will jetzt mal absichtlich sterben. Kann ich mich vielleicht in die Luft jagen? Nein! Ja, danke. So. Ich könnte jetzt auch warten, dass mich jemand wiederbelebt. Das passiert leider relativ selten. So, wo ist Boris? Da ist Boris. Ja. Ich denke, es liegt auch ein bisschen daran, dass es keine Medic-Klasse mehr gibt, so in dem Sinne. Dadurch, dass jeder wiederbeleben kann, tut es im Grunde niemand. Das ist eine Designentscheidung, die war einfach falsch. Die Diskussion gab es ja schon immer, dass nicht wiederbelebt wird und... Oh, ich bin überfahren worden. Dieses Hovercraft übrigens ist völlig OP. Die Leute fahren damit in gegnerische Punkte rein, töten alles und fahren wieder weg. Dieses Hovercraft hat drei MGs an Bord und kann einfach alles wegrotzen, was ihm vor die Nase kommt. Also ich finde das Wahnsinn. Das muss unbedingt genervt werden. Haben sich aber wohl auch schon einige drüber aufgeregt. So. Ja, es läuft ja hervorragend. Wo war ich stehen geblieben? Genau, das Geschützturm, den Geschützturm, den wollte ich euch zeigen. Na, werde ich vielleicht wiederbelebt? Dort hinten läuft Falk rum, das ist ja die Spezialistin, die eigentlich fürs Wiederbeleben zuständig ist. Sie belebt mich natürlich nicht wieder. Okay, dann werde ich mal respawnen. Ich muss auch irgendwo spawnen, wo ein paar Gegner rumlaufen. Sonst kann ich euch das nicht zeigen. Also, ich kann den Turm jetzt hier aufstellen. Und da seht ihr es. Da seht ihr, rot durch die Wand kann ich den Feind sehen. Ich finde das unfassbar. Ich habe schon wahnsinnig viele Kills gemacht, alleine dadurch, dass ich ihn durch die Wand sehen konnte. Das passt nicht. Also, wer das entschieden hat bei DICE, der kennt die Community nicht und der weiß, glaube ich, auch nicht, welches Spiel er gerade entwickelt. Also man versucht, Battlefield immer stärker Richtung Call of Duty und Richtung Apex Legends zu drängen, habe ich das Gefühl. Das Gefühl hatte ich auch schon mit Battlefield 5, aber nicht so stark wie jetzt hier. Das ist nicht gut. Also Battlefield verliert dadurch seine Identität und wird auch einen Großteil seiner Kunden verlieren. Weil ich glaube, die Community... Also was der typische Battlefield-Spieler halt möchte, ist ein... ist das Gefühl, an einer großen Schlacht teilzunehmen. Und das Ganze möglichst immersiv. Und das geht einem halt völlig flöten in diesem Spiel. Das hört sich jetzt alles sehr negativ an, was ich sage. Ich hatte durchaus auch schon ein bisschen Spaß in dem Spiel. So ist es nicht. Ich werde es auch weiterspielen. Nur es ist halt nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne mal wieder ein richtig gutes Battlefield-Spiel. Das letzte richtig gute war für mich Battlefield 1. Das fand ich wahnsinnig gut, das habe ich jahrelang gespielt. Und das sehe ich in diesem Spiel leider nicht. Mal gucken, ob ich jemandem... Nein, die sind zu weit entfernt. Ja, wie dem auch sei, es ist, wie es ist. Das wird DICE jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Ich glaube, die Spieler können sich noch so sehr über die Spezialisten aufregen. Die sind jetzt im Spiel, die bleiben auch drin. Weil die Entwicklung hat einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen. Es hat zu viel gekostet, das zu entwickeln. Und es würde auch viel zu lange dauern, das jetzt wieder zurückzudrehen. Nein, die Spezialisten bleiben drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir müssen halt damit leben. Und hoffen, dass DICE es beim nächsten Teil
besser macht. Ready for action! Merkwürdigerweise, obwohl 128 Spieler unterwegs sind, habe ich nie das Gefühl, mit so vielen Leuten tatsächlich unterwegs zu sein. Weil die Maps einfach so groß sind, wie ich schon sagte. Dann hätte DICE sich das halt auch komplett sparen können. Man hätte bei 64 Spielern bleiben können und fertig. Oder ist einfach nur moderat erhöhen. Von 64 auf 80 oder 100. Das wäre ganz gut gewesen, glaube ich. Und dann die Map nur ein kleines bisschen vergrößern. Da wäre DICE weitaus besser mitgefahren. Naja, gut. Kommen wir mal zu den Bugs. Mir sind schon viele kleinere Bugs über den Weg gelaufen. Die sind nervig, ja, kann man aber mit leben im Moment. Wie zum Beispiel, dass ich, ja, wenn ich zum Beispiel, ich kann das vielleicht mal zeigen hier, wenn ich mich hinlege. Da seht ihr das, meine linke Hand wackelt so komisch hin und her. Ja, das ist jetzt aber kein Dealbreaker für mich. Was richtig schlimm war, ich bin mal gestorben und konnte nicht respawnen. Da blieb mir nur übrig, den Server zu verlassen. Es ist auch schon mehrfach passiert, dass ich überhaupt keinen Server mehr beitreten konnte. Da blieb mir jetzt nur als Ausweg, Crossplay zu deaktivieren. Das hat's gebracht und dadurch konnte ich auch wieder weiterspielen. Das ist auch ein Bug, der dringend gefixt werden muss. Ja, dadurch, dass jetzt jede Klasse oder jeder Spezialist auch mit einer Sniper spielen kann, laufen natürlich extrem viele Sniper auch rum. Gefällt mir auch nicht. Also ich bin schon unzählige Male aus... Ja, schon wieder. Also man hat das Gefühl, dass hier nur Sniper rumlaufen. Es ist recht anstrengend, dagegen zu spielen. Ja. Lustigerweise... Vielleicht fragt sich der eine oder andere, für welche Fraktion kämpfe ich gerade. Das ist gar nicht so richtig klar, oft. Jetzt bin ich gerade leider gestorben. Ich kann euch das zeigen, wenn ich wieder da bin. Weil dadurch, dass jeder die gleichen Uniformen trägt... ich spawne mal hier. Dadurch, dass jeder die gleichen Uniformen trägt und es einfach keine Möglichkeit gibt, die Fraktionen zu unterscheiden... Also ich erkenne das jetzt daran, dass hier die US-Flagge weht. Ich gehöre zu den Amerikanern. Oder unten links an der Minimap, da sieht man es auch ganz klein, US und EU. Ja, aber ansonsten, also das ist auch ein Problem, dass ich anhand der Uniform gar nicht erkennen kann, ist das jetzt Freund oder Feind. Weil sehen ja alle gleich aus. Und auch das trägt dazu bei, dass überhaupt kein Schlachtenfeeling aufkommt. Ich habe nicht das Gefühl, an einem echten Konflikt teilzunehmen. Ja, also das ist schon merkwürdig. Das sind Designentscheidungen. Mein Gott. Entschuldigt bitte mein Gameplay. Es ist ein bisschen schwer zu zocken und dabei zu sprechen. Das soll jetzt hier auch nicht ums Gameplay gehen, sondern ich möchte euch nur meine Meinung kundtun. Ja. Ich würde ganz gerne Panzer fahren. Die sind natürlich wie üblich nicht verfügbar. Die Anzahl der Panzer ist stark begrenzt, genauso wie die Anzahl der Hubschrauber. Oh, hier könnte ich sogar einen kriegen. Und schon ist er wieder weg. Ja, also man hat bei den Fahrzeugen oft das Pech, dass man gar keins kriegt. Ich versuche mal hier mit meinen Freunden A1 einzunehmen. Oh, und hier sieht man tatsächlich einen Wirbelsturm. Die sind aber auch eher nervig, als dass sie irgendwas Sinnvolles zum Spiel beitragen. Also, völliger Quatsch, ehrlich gesagt. Ja, es sieht grafisch eindrucksvoll aus. Und wenn man da reingerät, ist es ein Problem. Ich kann das ja... Oh, mal. Ich kann das ja mal zeigen, indem ich da näher rangehe vielleicht. Dann werdet ihr sehen, dass mein Display so komisch da... Jetzt kommen Fehler, System Shutdown, ja. Dann habe ich keine Minimap mehr etc. Ist ganz nett, aber im Grunde nervt's. Also wenn ich versuche, einen Punkt zu verteidigen mit meinen Kumpels und dann kommt plötzlich so ein Sandsturm oder so ein Tornado, ja... Ist nicht gut. Auch das ist etwas, was, glaube ich, niemand in der Battlefield-Community wirklich haben wollte. Das ist Kinderquatsch. Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn es mal stärker anfängt zu regnen oder sowas. Oder wenn auf einmal, ich weiß nicht,
So ein Sandsturm lasse ich mir ja auch noch gefallen. Wie Battlefield 1 gab es, glaube ich, eine Map, da kam es zu Sandstürmen. Ja, das ist ja noch okay. Aber so ein merkwürdiger Tornado? Nein, das brauche ich nicht. Oh, gerade in dem Moment, wo ich nachladen wollte. Ja, was kann ich euch noch sagen? Also, es hört sich jetzt alles sehr negativ an. Man kann durchaus Spaß haben in dem Spiel, so ist es nicht. Also, es ist sicherlich einer der besseren Multiplayer-Shooter, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Wenn ich es jetzt bewerte, würde ich sagen, gebe ich dem Spiel wahrscheinlich eine 7 von 10, wenn ich beide Augen zudrücke. Es muss aber noch viel geschehen. Also, es müssen dringend neue Maps her, es müssen mehr Spezialisten her, damit man nicht ständig das Gefühl hat, gegen Klone zu kämpfen. Mehr Waffen, mehr Fahrzeuge, eigentlich mehr von allem. Ich habe das Gefühl, DICE hätte noch eigentlich ein Jahr länger gebraucht für das Spiel. Es wirkt auf mich noch nicht ganz fertig. Aber dafür ist DICE ja leider auch bekannt. Also da ist man als Battlefield-Fan ja einiges gewohnt. Ach ja, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, das Scoreboard. Das hat den ganz einfachen Grund, es gibt es nicht mehr. Dafür gibt es diese Ansicht. Ich habe rechts meine persönliche Statistik und links die Statistik der Squads. Ich sehe die Top 5 Squads und meinen eigenen. Das war's. Keine Ahnung, was DICE sich dabei gedacht hat. Ich vermute, der wird nochmal nachgepatcht, weil viele Leute vermissen das Scoreboard. Das kann so eigentlich nicht bleiben. Hier ist eine Minimap. Sagt mir bitte, wo ich mich befinde, weil ich kann es nicht erkennen. Ich bin der ganz kleine weiße Pfeil hier. Vielleicht könnt ihr es sehen. Also da muss auch, also ich habe schon unzählige Male auf der Minimap mich persönlich gesucht und nicht gefunden. Das muss deutlicher zu sehen sein. Also das ganze User-Interface sieht ja schön stylisch aus. Ich sagte schon, glaube ich, wie von einem Apple-Designer. Aber es ist auch irgendwie nicht ganz rund. Es ist Also es funktioniert zumindest so, wie es soll. In der Beta hatte man ja noch nicht mal eine Minimap. Die habe ich jetzt wenigstens. Aber nichtsdestotrotz, da muss noch was passieren. Es gefällt mir auch nicht, dass ich die Sektoren unten links ganz klein bei der Minimap habe. In Battlefield 5 und Battlefield 1 hatte man die ganz oben zentriert. Das hat mir weitaus besser gefallen, weil da hatte ich das immer auf einen Blick. So muss ich immer unten links gucken. Das gefällt mir gar nicht. Also mein Fazit, Spezialistensystem völlig überflüssig. Ich hoffe, dass DICE dann auch nachbessert, auch bei den Spezialisten, die einen Wallhack zur Verfügung haben. Da muss noch ganz dringend was passieren. Die Maps sind mir persönlich zu groß, man läuft viel zu viel hin und her. Da hat DICE sich keinen Gefallen mitgetan. Also wenn da noch weitere Maps kommen, und es müssen welche kommen, da sollte DICE darauf achten, dass die nicht ganz so riesig ausfallen. Ob da DICE jetzt noch überhaupt eingreifen kann, weiß ich nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Maps, die zukünftig kommen sollen, auch schon fast fertig sind. Ja, wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Grafik und Sound absolut hervorragend. Der Grafikstil gefällt mir allerdings nicht. Mal schauen, ob ich das überlebe. Also es ist mir zu, nein, überlebe ich nicht. Es ist mir zu steril. Es wirkt oft nicht wie ein Schlachtfeld. Das hat Battlefield 1 und auch Battlefield 5 besser hingekriegt. Ja. Ist alles irgendwie nicht so mein Fall. Das Setting ist ein bisschen langweilig. Es gab ja damals mal ein Battlefield, ich glaube, das war 2142, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat mir sehr gut gefallen, weil man auch stärker das Gefühl hatte, in der Zukunft sich zu befinden. Also, ich glaube, DICE wäre besser gefahren, wenn die sowas gemacht hätten. Oder einfach moderne. Also unsere heutige Zeit. Dieser Mischmasch. Ich habe gehört, dass DICE sich wohl schlau gemacht hat, welche Waffen es in den nächsten 20, 30 Jahren geben wird und hat diese dann versucht, im Spiel abzubilden. Das finde ich wiederum ziemlich cool, dass sie sich diesen Aufwand gegeben haben. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, inwieweit das stimmt und inwieweit die Waffen auch tatsächlich in Zukunft dann auf den Schlachtfeldern der Welt zu sehen sein werden.
Man sieht aber, einige Waffen sind ganz eindeutig von dem, von der Kalaschnikow oder von der M4 inspiriert worden. Da ist sich auf jeden Fall Gedanken gemacht und das gefällt mir. Gut, verlasse ich das Spiel mal. Ich würde jetzt ganz gerne noch kurz auf den Portal-Modus eingehen. Yes. Time for... Habe ich noch nicht viel spielen können, ehrlich gesagt, weil ich auch nie einen Server finde in meiner Region, der auch irgendwie halbwegs populiert ist. Der hat 74 Spieler, da könnte ich jetzt mitmachen, mache ich jetzt aber nicht. Das scheint ein Hardcore-Server zu sein. Ich bin sehr gespannt, was die Community da zukünftig draus basteln wird. Ich hatte versucht, einen Server zu erstellen, ist dann mit einer Fehlermeldung abgestürzt. aber es scheint ja zu funktionieren, andere kriegen es ja hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn man so Realismus-Server sehen könnte, die halt den Zweiten Weltkrieg als Vorlage nehmen oder Bad Company 2 oder... Ne? Da bin ich sehr gespannt, was die Community daraus bastelt. Es gibt auch so alberne Spielmodi wie nur mit Raketenwerfer. Ja, ist ganz witzig, ist aber nichts für mich. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass der Portal-Modus es schafft, das alte Battlefield-Feeling wieder aufleben zu lassen, so wie man es kennt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich kann jetzt aber noch nicht sagen, ob es klappt. Also was ich gesehen habe, es gab vor ein paar Tagen Server, wo man XP farmen konnte. Das hat DICE jetzt direkt abgeschafft. Es gab ein Update, mit dem das behoben wurde. Da haben einige sich quasi ganz viel XP zusammen gefarmt, indem sie Bots getötet haben und haben dann im Hauptspiel ihre Waffen freischalten können, ja. Also ich kann euch nur sagen, macht sowas nicht. Da geht auch viel Spielspaß von verloren, wenn man plötzlich alles freigeschaltet hat und im Grunde kein Ziel mehr vor Augen hat. Ja, also das zum Portal-Modus. Sehe ich viel Potenzial. Ob der Portal-Modus sein Potenzial ausspielen kann, wird sich in den nächsten Wochen erst noch zeigen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Also ich sagte es ja schon, mein Fazit ist eher durchwachsen. Mir gefällt das Spezialistensystem nicht. Die Maps sind mir zu groß. Man merkt gar nicht, dass 128 Spieler auf einem Schlachtfeld sich befinden. Es gibt nur zwei Spielmodi im Grunde mit Conquest und Breakthrough. Da muss DICE noch viel tun. Es müssen Bugs behoben werden, es muss Content kommen. Und dann sieht die Welt in einem halben Jahr, vielleicht auch in einem Jahr besser aus. Jetzt im Moment bin ich nicht unbedingt begeistert. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.